Hallo und herzlich willkommen zum 22. Türchen in eurem Adventskalender. Wir spielen heute One and One Story. Heißt das Game. Und zwar geht es hier um Sachen, die kein Mensch interessiert. Bewegung relativ einfach mit den Feldtaschen. Und es geht darum, zwei verliebte... Oh, das war fail. Wesen zueinander zu bringen. Und ja, um das zu tun, muss man Level bestehen. Er ist blau und sie ist... Wie kann ich hier wechseln? Rot. Also typisch. Ja, und wenn die zwei sich gefunden haben... Ich mach mal die Maus aus dem Bild. Dann... Ja, sind sie glücklich. Und er ist unglaublich stark. Er schafft es, diese unglaublichen Felsen hier zu bewegen. Und naja, sie übernimmt ihr den Part, ihm noch ein bisschen entgegenzukommen, weil er nicht mehr weiterkommt. Das war extrem fail, glaube ich. Ich kam da nicht mehr rein, oder? Nein. Ja, ich schwebe da zwar ein bisschen in der Luft, aber ich komme da nicht rein. Ich falle mal kurz hier runter. Weil das Zeug brauche ich, glaube ich, hier unten. Ich habe es schon ein bisschen angezockt. Hehe. Toll. Toll. Muss ja wissen, worauf ich mich hier einlasse. Hier irgendwelche, naja, nicht gut qualifizierten Spiele andrehe. Ja, und dieses Spiel ist insofern für Weihnachten geeignet, da hinten Schnee liegt. Also es ist eine Weihnachtsliebesgeschichte. Like Last Christmas, wo ich, also Like Last Christmas, das Lied mag ich aber überhaupt nicht. Ist sie übrigens auch so stark, kann die epischen Felsen. Oh ja, sie kann das übrigens auch. Darf ich nicht zu schnell runter, sonst stoppt der mir hier weg. Ja, so macht das noch relativ viel Sinn. Ich könnte das hier übersetzen, aber ja, wollt ihr, glaube ich, gar nicht hören, wie ich hier versuche, Englisch zu übersetzen. Das wäre einfach... Wieso läuft sie mir entgegen? Und jetzt kann ich hier irgendwie zurück? Nee, glaube ich, zurück kann ich nicht, weil sonst hätte ich euch gezeigt, was los gewesen wäre, wenn... Naja, ich nicht ihr entgegengelaufen wäre. Okay, jetzt hier war ich noch nie. Ich kann aber noch nicht wechseln. Jetzt muss sie mir automatisch entgegenlaufen, oder wie? Zu früh gesprungen. Da komme ich nicht hoch. Ich kann nicht wechseln. Hä? Seltsam. An sich wäre es für sie an der Zeit, hier mir das Ding entgegenzuschieben. Aber ich komme nicht zu ihr. Mit der Maus kann ich hier, glaube ich, auch nichts ausrichten. Ach, jetzt geht's. Finde ich ein bisschen beschissen. Okay, dann muss ich da halt raten, wo ich hinstehen muss. Toll, jetzt bin ich wieder zu weit gelaufen. Dann sieht sie mich nicht und dann läuft sie nicht in die Richtung. Und ja, hier muss ich das Ding hinstellen, weil sie irgendwie wie ein Zombie genau in die Richtung läuft, wo ich hier stehe übrigens. Naja, etwas in der Luft und dann muss ich im richtigen Moment springen, dass sie nicht stirbt. Und jetzt macht sie genau das gleiche wie ich. Höchst interessant. Wie sollen sich die zwei dann jemals... Achso, ja, okay, wenn da eine Wand ist. Ich glaube, hier zerquetsche ich sie jetzt. Oh, aber sehr süß dargestellt, einfach verschwinden. Also das kann ich nicht runter. Achso, doch. So. Oh, toll. Was war schief gelaufen? Achso, ich bin nicht auf den Block. Los, finde zusammen.
schiebe das Teil runter. Weglaufen. Das Teil ebenfalls runterschieben. Darauf springen, nicht daneben. Dann das Teil hier hinschieben. Oh, und dann müsste es auch schon funktionieren. Süß! Okay, habe ich gerade gefragt, wie ich es mache, aber es ging. War wieder sehr schön. Oh, hier scheint es jetzt so, als wäre der Winter vorbei. Ich darf... Das Teil muss runter, aber ich darf nicht zu dem Felsen, weil sonst... Also zum Felsen schon, aber nicht weiter. Auch wenn ich nur über ihn drüber... Einfach so berühren wird wohl nicht gelten. Ich probiere jetzt ja auch was eigentlich gar nicht möglich ist, aber wie kriege ich denn das Teil hier runter? Ich kann es ja eigentlich auch nicht ziehen. Und vor allem, auch wenn ich es runterstoßen könnte. Ach so. Ah. Okay, das war jetzt, ja, ein bisschen tricky. Aber es hat funktioniert. Zwei haben sich wieder gefunden. Die Level wiederholen sich auch. Ah, nicht gut. Gleich mal töten. Ein Stück weit. Nein, das war nicht meine Absicht. Gut, aber das war meine Absicht. Wirklich schwer ist es an sich nicht, nur manchmal nicht ganz. Nicht ganz. Hey! Das war nicht so geplant. War ich gerade? Naja. Nicht ganz einfach. Nein! Also das muss hier runter, dann muss ich hier hin. Und das dann da runterschieben. Dann hier rüberspringen. Okay. Keine Ahnung. Das muss ja an sich so stimmen. Nein, nicht so. Das Teil muss hier runter. Dann habe ich schon wieder gefällt. Das Teil muss runter. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Wahrscheinlich muss ich hier wieder irgendwie gegen die Wand laufen. Mann! Damit. Und dann das Teil runterschieben. Ach genau, ich kann das ja hier. Sehr schön. So funktioniert's. Ja, die zwei haben sich gefunden. Wie süß. Ja, okay. Ich würde aber behaupten, ich beende das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Oh, jetzt ist sowieso das Ding hier verrutscht. Ja, tschüss.